Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich moderiere Koschwitz zum Wochenende bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1 und habe spannende Gäste. Und wenn ihr zum Beispiel Nargis Rashidi, mit der ich lange gesprochen habe, wunderbare Schauspielerin, nochmal hören wollt, dann ist dieser Podcast genau der richtige. Sie ist eine der Darstellerinnen in einem Siebenteiler von Ferdinand von Schirach. Dieser Siebenteiler heißt Glauben. Da geht es um dunkle Geschichten, Kinderpornografie und. Und sie spielt da auch eine dunkle Rolle. Wie das überhaupt so für sie ist, auch was im Privatleben so eine Rolle spielt, das alles erzählt sie in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einer wunderbaren Schauspielerin, nämlich Nargis Rashidi. Die ist zu Gast am Telefon. Man kann die kennen aus verschiedenen Filmen. Aeon Flux an der Seite von Charlize Theron beispielsweise oder Kokovet 2, da ist sie aufgetaucht. Dann bei dem 2017 für einen Oscar nominierten Film Under the Shadow und zuletzt in der Sky-Serie Gangs of London. Aktuell ist sie, und deswegen reden wir miteinander, in der siebenteiligen High-End-Serie Ferdinand von Schirach Glauben auf TV Now und Vox zu sehen. Frau Rashidi, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, Herr Koschwitz, grüße Sie. Für Ihre letzte Serie Gangs of London, in der Sie eine kurdische Untergrundkämpferin gespielt haben, da mussten Sie sogar oder haben Sie sogar Kurdisch gelernt. Was haben Sie jetzt für die Serie Glauben im Vorfeld alles auf sich genommen? Sehr viel. Also ich hatte Stunttraining. Dann musste ich, bei Glauben ist es so, dass wir sehr lange Dialogszenen hatten, die teilweise 14 Seiten lang gingen. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Herausforderung, dem Ganzen gerecht zu werden und das so interessant wie möglich, diese Geschichten zu erzählen, die, ja. Ja, also das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, ist extrem spannend. Und ich liebe Ferdinand von Schirach einfach für die Art und Weise, wie der das Phänomen Gerechtigkeit und Rechtsstaat und Gericht überhaupt miteinander deckungsgleich bekommt. Es geht ja im weitesten Sinne um diese Wormser Prozesse. Dafür oder damit sind Sie in die Geschichte eingegangen. Wie weit hat Sie die Geschichte, die Sie da in dieser Serie spielen und umsetzen, wie sehr hat sie die Geschichte, die dahinter steckt, selbst ja gefangen genommen? Naja, mich gab es ja schon in den 90er Jahren auch. Ich war zwar noch sehr klein, aber ich hatte das damals schon mitbekommen, lustigerweise. Und ich konnte mich tatsächlich noch daran erinnern. Okay. Aber in der Arbeit selber, dann bin ich natürlich wieder zurückgegangen in die Zeit und habe mir die Presseartikel darüber durchgelesen und habe das so ein bisschen vorbereitet. Nargis Rashidi ist bei Koschwitz zum Wochenende, wunderbare Schauspielerin. Ferdinand von Schirach, Glauben, da ist sie dabei. Wir wollen mal kurz erzählen, um was geht es in der Serie genau? Es geht im weitesten Sinne um Kinderpornografie, ein Missbrauchsprozess, aber mit Haken und Ösen. Genau, der ja nicht stattgefunden hat, ähnlich also wie in Worms damals. Allerdings hat Ferdinand von Schirach die Geschichte in die heutige Zeit gesetzt und die Wormser Prozesse sind der Hintergrund, beziehungsweise die Thematik. Also Kindesmissbrauch ist die Thematik, aber doch stark fiktionalisiert hier in unserer Geschichte. Das ist jetzt nicht eins zu eins wiedererzählt worden, sondern das ist schon auch noch mal ein bisschen anders Ja. im Glauben. Und es geht auch um die Hysterie in den, ich nenne es mal so, obwohl sie manchmal sehr unsozial sind, in den sozialen Medien. Sie stehen ja auch selbst in der Öffentlichkeit. Also wie weit werden Sie auch mit solchen Erfahrungen, die dort in dem Film sehr drastisch thematisiert werden, wie werden Sie im privaten oder auch sonst im öffentlichen Leben damit konfrontiert? Naja, ich selber persönlich hatte jetzt das Glück, dass ich jetzt noch nicht in den Geschmack gekommen Okay. bin. Aber man bekommt das natürlich mit bei Kollegen oder bei anderen Sachen. Und das ist natürlich dann nicht so schön. Nargis Rashidi ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Serie, die jetzt angelaufen ist. Eine siebenteilige Serie, Ferdinand von Schirach Glauben auf TV Now und Vox zu sehen. Sie spielen da eine Geldeintreiberin, die wiederum einen Rechtsanwalt losschickt, weil der ist spielsüchtig und der soll jetzt irgendeinen Fall lösen. Sie sind da eine sehr dunkle Persönlichkeit, richtig? Richtig.
Wie ist die zu verstehen? Also was ist sozusagen der Dreh, den Sie da spielen? Also Azra ist Geldeintreiberin, sie arbeitet für die Mafia und erledigt so alles, was erledigt werden muss. Und wenn sie töten muss, dann tut sie das auch. Sie ist ich sag das so leicht. Ja, eben. Aber gut, es ist ja auch alles fiktional und nicht echt. Von daher kann man da auch drüber lachen. Im wahren Leben fände ich das nicht so witzig, um ehrlich zu sein. Aber sie hat eine Tiefe, die Figur. Und Azra selber hat eine Vergangenheit, die sie hat sehr, sehr viel Gewalt erlebt selber und musste dann im Prinzip im Laufe ihres Lebens lernen, diese Gewalt zu meistern und ist die Meisterin jetzt selber von Gewalt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Figur, die aus dem Schmerz, kommt. Also das ist jetzt nicht, also ist schon, da ist schon sehr viel Tiefe. Das klingt erstmal so ein bisschen oberflächlich, aber ist es gar nicht. Also das ist eine sehr tiefe, sehr verletzte Figur. Ja, also wenn ihr den Film sehen werdet oder die Serie sehen werdet oder vielleicht sogar schon gesehen habt zum Teil, dann werdet ihr das sofort nachvollziehen können, weil das stimmt mit der Tiefe. Man denkt, oh Gott, was ist mit der los erstmal? Und dann versteht man immer mehr, um was es da geht. Was hat Ihnen denn dieses jetzt konkrete Justizdrama persönlich mit auf den Weg gegeben? Mir persönlich, ich glaube, da hat sich auf jeden Fall bei mir was verändert. Und zwar in meinem Social-Media-Verhalten, muss ich sagen. Ich überlege jetzt 5-mal, bevor ich was poste, weil ich halt keine Falschaussagen machen möchte. Ne? Und nicht immer auf emotionaler Ebene reagieren will. Was natürlich passiert. Manchmal sieht man Sachen und da regt man sich extrem drüber auf und es verletzt einen und dann liest man immer mehr und man ist in so einer Spule drin und man wird immer emotionaler und dann will man halt einfach nur losschießen und da versuche ich mich dann doch irgendwie zurückzuhalten und zu gucken, okay, und viel mehr zu recherchieren. Um zu schauen, okay, woher kommt diese Nachricht? Ist da wirklich was dran? Und versuche halt da irgendwie mein Bestes zu tun, keine Fake News in die Welt zu verbreiten, sozusagen. Wie gut, ja. Nagis Rashidi ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende, weil sie jetzt aktuell gerade zu sehen ist in einer 7-teiligen Serie. Glauben heißt die, bei TV Now und bei Vox zu sehen. Los Angeles, Berlin und dazwischen. Was ist so reizvoll an Los Angeles? Das ist die große Hollywood-Stadt und hat man als Schauspieler, gerade wenn man aus Europa kommt, die große Chance, da was zu werden? Oder wie ist es in Los Angeles? Das war für mich gar nicht der Grund, warum ich nach Los Angeles gegangen bin, um ehrlich zu sein. Ich bin nach L.A. aus privaten Gründen. Und dann hat sich das aber dann über die Jahre ein bisschen, also so entwickelt und so ergeben, dass ich halt jetzt irgendwie in beiden Welten arbeiten darf. Von daher weiß ich, dass, also der Unterschied ist, dass in L.A. immer die Sonne scheint. Ja. Und ich meine, natürlich ist da die Industrie, das ist in Hollywood, das ist eine riesengroße Industrie und Maschinerie, aber ich glaube, das verändert sich gerade mit den ganzen Streamern und ich glaube, dass jetzt auch sehr, sehr viel mehr in anderen Teilen der Welt produziert wird und das auch international gewollt wird, was mich extrem erfreut, muss ich sagen. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, die Streamingdienste haben eine ganze Menge verändert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass man sozusagen plötzlich mal eine spanische Serie, die sonst wahrscheinlich kein Mensch in Europa oder in Deutschland gesehen hätte, plötzlich sieht man Haus des Geldes bei Netflix und denkt, ach, das muss man mal gucken. Ist ja gar nicht schlecht. Und so geht's mit anderen Serien, die aus anderen Ländern kommen, eben auch. Und das macht echt viel Freude, weil man auch dann irgendwie andere Länder sieht und andere Kulissen hat und so und nicht immer das Gleiche und irgendwie auch andere Kulturen, andere Sprachen. Und das also ich habe da eine große Freude dran. Und gibt es einen Unterschied in der Art und Weise zu arbeiten? Man hat ja immer den Eindruck, also die Amerikaner, wenn es um Show und um Film geht, das können die im Tiefschlaf. Und die Europäer und gerade auch die Deutschen hängen so ein bisschen hinterher. Ist es eine Erfahrung, die Sie auch machen oder ist es ein Vorurteil?
Nein, das ist ein Vorurteil, wirklich. Und wir müssen aufhören, das zu machen. Also das ist also Quatsch. Die kochen auch alle nur mit Wasser. Alles gut. Also es ist wirklich nicht anders. Es ist vielleicht, ist die eine oder andere Produktion hat einfach mehr Geld und dadurch ist es ein bisschen größer. Aber die Arbeit selber ist die gleiche. Ja, und das heißt also auch mit anderen Worten, aber so Geschichten wie, dass sie, sagen wir mal, ein Stunt-Coaching brauchen, wäre in L.A. genauso wie hier in Deutschland. Ja, aber habe ich ja sowohl in Gangs of London jetzt, das ist ja englisch-amerikanische Produktion ist, aber auch bei Glauben hatte ich Stunt-Coaching. Okay. Und Sie sagen, ich überlasse das nicht irgendeiner Stuntfrau oder einem Stuntman, sondern das machen Sie alles selber. Warum? Weil das so viel Spaß macht. Ich verstehe. Naja, es macht ja sehr viel Spaß, das zu machen. Ich mache nicht alles selber. Alles, was die Versicherung mir erlaubt, mache ich selber. Und alles, was nicht ganz so gefährlich ist, alles, was machbar ist für mich, mache ich selber. Und alles andere machen natürlich andere, die das viel besser können. Okay. Also jetzt zu sehen bei TV Now und bei Vox die siebenteilige Serie Ferdinand von Schirach, Glauben. Und eine der Hauptdarstellerinnen ist Narges Rashidi, eine dunkle Persönlichkeit in dieser Serie, aber sonst auch ganz anders drauf. Danke für das Gespräch und alles Gute. Herzlichen Dank. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.